Johannes Wiedmann vom Erleben der Ewigkeit. Warum erlebt der Mensch eurer Tage, mich, euren Gott, so wenig? Der Mensch eurer Tage lebt in der Zeit und im eng begrenzten Raume. Doch das Reich meines Geistes ist die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit. Die Menschen messen nach der Zeit, ich jedoch nach der Ewigkeit. Die Menschen leben in Räumen, doch ich lebe in der Unendlichkeit. Der Mensch hat sich ein Maß gesetzt, ich jedoch bin überall im Maße. Wenn der Mensch nicht aus seinen engen Begrenzungen herauskommt, dann wird er mich, den Unendlichen, nicht erkennen, nicht erfüllen, nicht besitzen können. Der Mensch soll zeitlos, ewig werden in seinem Innersten erleben. Der Raum, die äußeren Schöpfungen sollen vor ihm zergehen und auferstehen soll in ihm die Unendlichkeit meines Reiches. Die Zeit, das Gefühl dafür, kommt aus dem begrenzten Erkennen. Der Mensch als ein zeitliches Wesen erkennt das Zeitliche nur, doch hat er Glauben durch das Wort, das Ewige, das ich ihm gab, so glaubt er an das Ewige, an das Zeitlose, an das Unendliche, an das Übernatürliche. Dadurch wird das zeitliche Wesen Mensch in die Ewigkeit aufgenommen, in die Unendlichkeit des Reiches Gottes. Der Glaube erhebt den Menschen aus der Zeitlichkeit und ihrer Begrenzungen in die Unendlichkeit der Ewigkeiten. Euer Leben ist von zeitlichen Begriffen bestimmt, von irdischen Räumen. Gleich wie ihr im Äußeren begrenzt seid, so seid ihr auch noch im Inneren begrenzt. Gleich wie ihr mit kleinen Zeitabschnitten rechnet, so seid ihr auch im Inneren von der Zeit abhängig, von der Zeit gebunden. Ihr könnt nicht mehr die Zeit überfliegen, ihr seid durch die Zeit geknechtet. Wenn ein Mensch etwas tut, dann fragt er danach, wie es ihm im Zeitlichen dienlich wird. Doch welcher Mensch fragt, wie ihm eine Tat im himmlischen Reich, im ewigen Reich, nützlich werden kann? Die Ewigkeit fasst die Zeit ein, und wer in der Ewigkeit lebt, in der Überzeit, der wird die Zeit recht nützen. Denn die Ewigkeit ist das heilige, göttliche Leben, in welchem 1000 Jahre wie ein Augenblick sind. Ihr Menschen dieser Zeit lebt in einer begrenzten Zeitberechnung. Ihr sagt, ich bin so und so alt. Oh, ich sage euch, das Alter eurer Seele ist unendlich länger, als ihr messen könnt. Ihr werdet noch unendlich länger leben, wenn auch in der Ewigkeit, als ihr euch dies vorstellen könnt. Ihr habt einen Weg für euch in die Ewigkeit. Dass ihr diesen Weg nun nach oben führen lasst durch eure innere Gesinnung, dafür strebt, dafür ringt, dafür setzt all euer Können ein. Ihr sollt nicht für den Augenblick sorgen, sondern für die Unendlichkeit eures Lebens. Wer da für die Unendlichkeit seines Lebens sorgt, der sorgt sich in meinem Geiste, denn er weiß, alles, was er tut, wird seine Früchte tragen. Alles, was er tut, wird ihm zu einem Gericht oder zu einer Auferstehung. Der Mensch, was er immer tut, ist und bleibt sein Eigentum. Zum Guten oder zum Schlechten. So sind die Werke, die der Mensch tut, sein Eigentum, seine Richter oder aber seine Segnung. Der Mensch eurer Tage besieht alles nur nach zeitlichen Maßstäben. Er sagt, das Vergangene ist nicht mehr, es ist vorbei. Doch die Vergangenheit ist nicht vorbei, sie ist eingebettet in die Ewigkeit. Doch dem einen ist die Vergangenheit ein Ansporn zum Besseren, dem anderen wird sie zum Stein des Anstoßes, der ihm zum Verderben wird. Denn die einen haben Gott gesucht in der Vergangenheit, sie werden Gott in der Ewigkeit immer finden, immer mehr finden. Doch die anderen haben Gott verraten und sie werden Gott nicht finden. Die Vergangenheit ist nicht vorbei, sie ist eingebettet in die Ewigkeit. In der Überzeit, wenn die Menschen das Vergangene in der Ewigkeit, in der Überzeit erkennen könnten, dann würden sie wissen, dass alle Taten aufgezeichnet sind im Buche des Lebens und sie würden auch erkennen, dass alle Taten der Zukunft auch aufgezeichnet werden und dass sie ihr die Früchte bringen. Die Früchte dieser Taten werden das Leben und die Seligkeit des Menschen bestimmen.
Denn jeder gute Baum wird im Reiche meiner Gnaden wohnen und reiche Früchte bringen. Doch die, die keine oder arge Früchte bringen, die werden ausgehauen und in das Feuer des Zornes geworfen werden. Ihr sollt wissen, dass ihr nicht nur für Augenblicke streben sollt, für den Genuss des Augenblickes, sondern für das Heil von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihr habt ein ewiges Leben hinter euch und vor euch. Wer für dieses ewige Leben sorgt, für das ewige Leben aller Menschen und für das zeitlose Leben, der ist im richtigen Geiste und er kann auch mich erkennen, der ich über der Zeit bin, über allen zeitlichen Begriffen, über allen der Zeit unterstellten Räumen und der Vergänglichkeit. Die Welt ist zeitlich, sie wird vergehen, doch mein Wort wird nicht vergehen. Wer sich an das Gebot meiner Liebe hält, der baut für die Ewigkeit, und ihm wird auch in der Zeit aller Segen gegeben. Wollt ihr also mich erschauen, dann lebt in der Zeitlosigkeit. Dann sind euch 1000 Jahre gleich einem Augenblick, dann ist euch alles nah, ich bin euch nah. Sobald ihr die zeitlichen Begriffe weggebt, nehmt ihr an die Ewigkeit den Ewigen. Seht, die zeitlichen Pläne haben euer Herz starr, kalt, finster und steinern gemacht. Doch wann ihr euch ewige Pläne, den ewigen Weg vorbereitet in meiner Gnade, dann wird euer Herz frei und leicht für die Ewigkeit bereitet. Wer in der Ewigkeit lebt, in der Zeitlosigkeit, der wird auch mich erleben, den ewigen Vater, den zeitlosen Vater. Er wird mich erleben, der ich bin über Raum und Zeit, der ich bin die Ewigkeit, die Unendlichkeit, die Überzeit. Amen. Danke, Vater, für dein inneres Wort durch Johannes Wittmann. Führe du mich jetzt und alle Zeit zur Quelle nach innen, in die Ewigkeit. Ins Innerste, in den Geist, in deinen Geist. Und lass dein Wort so wie durch Johannes Wittmann, deinem Werkzeug auch durch mich, fließen nach deinem Willen. Lass mich dein Werkzeug sein, Zeuge sein deiner Worte, die du in mir einfließen und durch mich ausfließen lässt. Dein Wille geschehe. Ja, Zeit und Ewigkeit. Die heutigen Menschen haben alle keine Zeit. Das größte Problem der Menschen, die Zeit. Niemand hat Zeit. Jeder steht unter Zeitdruck, unter Stress. Sie rennen. Ein Chef einer Firma hatte mir gesagt, seit wir das Ziel aus den Augen verloren haben, laufen wir umso schneller. So, Treffen für die heutige Zeit. Seit die Menschen das Ziel, eben diese Innenwelt, diese Quelle in sich, Gott, aus den Augen verloren haben, laufen sie umso schneller. Sie laufen außen im Kreis herum. Wie ich schon oft gesagt habe, das Karussell dreht sich immer schneller. Die Zeit ist draußen, die Ewigkeit ist drinnen. Der Geist ist in der Ewigkeit. Im Geist gibt es weder Raum noch Zeit. Außen ist Raum und Zeit. Und je mehr wir nach außen gehen, uns von diesem Karussell nach außen treiben lassen, umso mehr kommen wir unter Zeitdruck. Je weiter wir nach innen gehen, je öfter wir uns dem Inneren zuwenden, der inneren geistigen Welt, desto mehr kommen wir in die Ruhe, in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit. Ruhen in Gott ist Ruhen in der Ewigkeit, in der Zeitlosigkeit, ohne Druck, ohne Stress, in der Freiheit. Und das ist etwas vom Wichtigsten, was wir lernen müssen auf dieser Erde. Jesus, hilf uns dazu. Amen.